Langhagen ist eine der größeren Regionskommunen, hat dadurch ein breites Arbeitsspektrum, also ein vielfältiges Angebot an Einsatzmöglichkeiten. Ich glaube, hier kann jeder mit seinen Interessen und Fähigkeiten im Bereich der Stadtverwaltung einen Job finden. Ich hatte noch keine Erfahrung mit öffentlichem Dienst. Die flexiblen Arbeitszeiten waren sehr ansprechend und auch das Gehalt und die Sicherheit, die ich damit verbunden habe, hat mich dann bewegt, hier zu bleiben. Man hat ja immer diese Klischees, mit denen man kämpfen muss, stumpfe Büroarbeit. Aber in der Ausbildung lernt man auch viele spezielle Fälle vor allem kennen und sieht, dass es halt auch interessant sein kann, diese ganzen Rechtsgrundlagen anzuwenden. Das Besondere ist, dass wir für Führungskräfte sehr viele Möglichkeiten bekommen, uns weiterzuentwickeln. Ich wollte auf gar keinen Fall in den öffentlichen Dienst, weil ich eine andere Vorstellung hatte von den Tätigkeiten als Architektin beim öffentlichen Dienst und wurde dann positiv überrascht. Wir sind enorm frei in unserer Arbeit. Wir haben tatsächlich alle Möglichkeiten der Welt, sei es im Homeoffice zu arbeiten. Das ist absolut gar kein Problem. Ich kann meine Arbeitsabläufe selber einteilen, ich kann meine Arbeitszeiten selber definieren. Wir haben keine Kernarbeitszeit, also es ist schon viel möglich. An meinem Team schätze ich total die offene Art, wie wir miteinander umgehen. Ich habe immer jemanden, dem ich mein Herz ausschütten kann, wenn ich in einer Krisensituation bin. Meine Chefin hat immer ein offenes Ohr für mich, geht immer mit uns in den Austausch, wenn es Probleme gibt. Wir sind alle füreinander da. Ich merke da auch die Rückendeckung von allen. Mein Antrieb ist es, Veränderungen voranzutreiben, um für Menschen was zu optimieren. Auf der einen Seite für Mitarbeitenden, aber auch andererseits eben auch für die BürgerInnen. Ich gehe mit dem Gefühl nach Hause, dass ich etwas geleistet habe für die Gemeinschaft und ich bin einfach zufrieden. Ich gehe mit einem sehr guten Gefühl nach Hause, weil ich eben weiß, ich habe was Gutes getan. Ich denke immer, meine Arbeit muss Sinn machen und das habe ich einfach jeden Tag. Dass ich Gestalter bin, auch so ein bisschen der Anker, der die Übersicht behält, das macht einfach total viel Freude. Mein Name ist Nadja Spiel und ich bin im Bereich der Vormundschaften beschäftigt. Götz Gantenberger, Abteilungsleiter beim Bürgerbüro und Standesamt. Ich bin Michael Weinrich, arbeite als Tischler. Katharina Sonnberg, ich bin Verwaltungsfachangestellte. Johanna Jakubowitsch, Koordinatorin vom Asyl- und Flüchtlingsbereich. Mein Name ist Ramona Melin, Architektin bei der Stadt Langenhagen.